Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Nordsprossenwand. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese Sprossenwand die richtige Wahl für dich ist, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir das Amazon-Angebot zur Sprossenwand auch unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Zunächst sollten wir uns gemeinsam überlegen, welche Voraussetzungen der Home-Gym-Freund mitnehmen sollte, um über den Kauf von einer Sprossenwand nachzudenken. Vor allem brauchst du einiges an Platz. Das ist nun wirklich kein platzsparendes Fitnessgerät. Wenn es dir darauf ankommt, bist du wohl mit einem Springseil besser bedient, denn bei einer Sprossenwand brauchst du einiges an Wohnfläche, sag ich mal, da die passt jetzt nicht so nebenher mal ins Zimmer, sondern da würde ich mir schon einen Fitnessraum für einrichten, was in einer kleinen Blockwohnung meistens schon mal nicht ganz so einfach ist. Außerdem stellen sich viele Leute das Krafttraining an Sprossenwänden ein bisschen zu leicht vor, denn da braucht man richtig, richtig Muckis, um mit so einer Sprossenwand wirklich effizient trainieren zu können. Das schon mal als sehr, sehr wichtigen Tipp an dieser Stelle. In Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis gefällt mir diese Sprossenwand wirklich sehr gut, muss ich sagen. Was jetzt so die Ausstattung anbetrifft, ist das definitiv ein hochwertiges Stück. Und deswegen kann ich für das Preis-Leistungs-Verhältnis in der Tat einen Daumen nach oben geben. Und genau, noch ein weiterer wichtiger Tipp für Kraftsportfreunde, wenn du daran bist, Muckis aufzubauen, dann darfst du einfach nicht vergessen, dass es unglaublich wichtig ist, die Ernährung richtig umzusetzen, ja. Denn du musst dann leider wirklich auf ungesunde Speisen verzichten, was vielen Menschen sehr schwer fällt. Aber eine Sprossenwand ist sowieso eher was für fortgeschrittene Kraftsportler, ja. Also wenn du jetzt neu auf dem Gebiet bist, würde ich dir keineswegs empfehlen, sowas zu kaufen. Sondern das ist wirklich eher was für fortgeschrittene Kraftsportler und die wissen hoffentlich auch, was bei der Ernährung eben wichtig ist. Viele Proteine und ja, das auch noch als sehr wichtigen Tipp für dich Fitnessfreund. Insgesamt betrachtet gefällt mir insbesondere das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Sprossenwand sehr gut, weswegen es von meiner Seite aus eine klare Kaufempfehlung gibt. Das Amazon-Angebot zu diesem Trainingsgerät werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute und viel Erfolg beim Training.